Ich bin mir sicher, dass ich gewinne. Oh, echt jetzt? Nein. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus, denn wir haben heute einen ganz besonderen Special Guest von weitem sehr angereist mit seinem Kugelblitz, um heute hier ein Video mit uns aufzunehmen. Nach Ewigkeiten wieder auf diesem Kanal. Einen großen Applaus für Gucci Potter. Heute. Servus. Wie geht's? Alles gut? Alles gut? Super. Du bist jetzt aktuell in Wien. Richtig. Ja, und ich habe gedacht, wenn er schon in Wien ist, dann werden wir ihn auch einladen zu einem Format. Du hast keinen Plan, was wir heute drehen, oder? Absolut keinen. Okay. Ich sag dir, was wir heute drehen. Wir drehen heute Outfits bzw. Klamotten blind erraten. Okay. Der Markus, mein Assistent, wird uns diverse Shirts, ja, Hoodies, aber auch Sneaker in die Hand geben, ja, und wir müssen durch Ertasten erraten, welche Marke es ist. Okay. Dadurch, dass das mein Kleiderschrank ist, ist für mich, habe ich natürlich einen Heimvorteil, ja, sind ja auch in Wien logischerweise, aber ich muss mit einem Abstand von 2 Punkten gewinnen und okay, du bekommst jetzt nochmal 15 Minuten Zeit, um dir alle Shirts, Hoodies und was auch immer anzusehen und auch die Sneaker abzuchecken. Okay. So ein bisschen fühlen, wie okay, fühlt sich was an, damit du auch ja, ein bisschen vorbereitet bist. Ja, ja. Normal. Ich kenne die Sachen so gut gar nicht. Wir haben das irgendwann mal probiert und ich war ziemlich kacke tatsächlich, weil es viel schwieriger als gedacht ist, nur durch Ertasten zu erkennen. Aber ich glaube, das wird ganz witzig und ich freue mich drauf. Ewig okay, in meinem Format, am Kanal gewesen. Hast du irgendeinen Plug? Möchtest du irgendwas promoten? Hey, auf jeden Fall erstmal mein Instagram und natürlich deine Fashion-Kollektion. Meine Fashion-Kollektion, man kennt's, genau. Okay, hast du noch irgendwelche Fragen? Nee. Okay, jetzt die 15 Minuten nicht nutzen, um mich da irgendwie zu verzaubern, damit ich da gar nicht zusammenbringe. Na, das müssen wir noch schauen. Okay, also ich hoffe, ich kann da unverzaubert in das ganze Video reingehen. Ich lasse dich jetzt einfach mal mit meinem Kleiderschrank alleine. Markus, du bleibst trotzdem da. Schaust, dass der da, keine Ahnung, weiß ich nicht, was macht. Vielleicht was in seine Tasche reinpacken, die unendlich groß ist, nachdem sie Hermine... Okay, ich höre auf mit den Sportjokes. Gut, viel Spaß. Ich gehe weg. Let's go. Das heißt, du hast den kompletten Kleiderschrank durchgesehen, ja, ja, jedes, du hast dich mit den Sneakern auseinandergesetzt, ja, und du fühlst dich ready. Ja, ich fühle mich ready. Glaubst du, es wird schwierig? Echt, ohne Witz, echt, wirklich. Weil das, das ist wirklich nicht so. Da sind Sachen bei, die von den Marken, von den Brands, die kenne ich gar nicht, aber es wird schon. Ja, wir nehmen eh nicht irgendwie was Unbekanntes. Ja, deswegen. Sondern nur Marken, die du kennst. Also wir machen es nicht extra schwierig. Ich habe nichts durchprobiert. Ja. Also das sind einfach die Sachen, ich weiß nur, was ich mal anhatte. Aber ja, ich habe mich jetzt nicht durchgefuchst und probiert, ja, wie fühlt sich was an. Ja. Also so leicht wird es für mich jetzt auch nicht. Und ich gewinne nur, wenn ich mit 2 Abstand gewinne. Okay. Damit es halt wirklich fair ist. Ja, ja. So, okay. Wir machen einfach Shirt, Sneaker, Hoodies so. Ich muss mit 2 Punkten Abstand gewinnen. Jeder kriegt ein Ding und dann, wenn wir fertig sind, sagen wir unseren Guess und schauen, ob es richtig ist. Oh mein Gott, das ist spannend. So, aber ich glaube, es ist relativ fair, denke ich. Ja, stimmt. Ich hoffe halt. Wir werden es eh sehen. Ich bin nicht, wenn das lustig ist. Okay, okay. So, wir verbinden uns mal die Augen. Markus, du machst einen Test, ob wir eh nichts sehen. Hast du deinen Chef oder was? Nee. So, ich sehe gar nichts, ich schwöre. Ich sehe absolut gar nichts. Ja, okay, ich spüre schon den Luftzug. Okay. Okay, dann kannst du uns jetzt die ersten 2... Warte. Okay, warte. Ich kann hier durchgucken, deswegen. Man sieht ja eh, wenn du so nach unten schaust zum Beispiel, dann kann man... Ja, aber ich sehe gar nichts. Ah, M&M. Stell dir mal vor, ich gebe mir was von M&M und ich erkenne es nicht. Oh mein Gott, das wäre zart. Das wäre lustig. Das wäre gar nicht lustig. Okay, haben wir es dann, oder? Hast du es immer noch nicht? Okay, ready. Passt, perfekt. Ich habe versucht, gerade durch Gehör zu hören, von wo du was nimmst. Oh mein Gott. Okay. Das habe ich eindeutig schon ein paar Mal gewaschen. So. Der Kragen ist ziemlich groß. Oh. Hat er auch schon was in der Hand? Ja, hat auch schon was in der Hand. Du kannst ruhig reden, was du so fühlst. Boah, ich bin echt... Ich komme gar nicht drauf. Das ist halt irgendein T-Shirt. Stoff ist halbwegs heavy, aber nicht ganz. Ich hab schon so ein Gefühl, ja, aber bin mir unsicher. Ich glaube, ich weiß es, was es ist. Lustig wäre es, wenn es jetzt irgendwas ist, was ich auch hab, oder von deiner Kollektion, oder von dir. Ich würde sagen, M&M. M&M, mhm. So heißt meine Marke. Richtig. Ist da kein Print? Oh ja.
Ah. Ich glaube, es ist Root. Aber warte, du sagst, deines ist M&M, oder? Ja, richtig. Willst du mal tauschen? Das ist nicht M&M. Aber er hat sich schon auf das festgesetzt. Ja, ich bin mir sicher. Na, das ist Represent. Okay, ich sag Root und Represent. Ja! Und er und... Scheiße, Mann. Okay, vielleicht ist es doch unfair. Ich sag das schon. Okay. Hat deinen Sneaker. Boah, aber es ist wirklich schwierig. Represent war einfach, aber bei Root, da habe ich nur, weil die machen so einen extrem weiten Kragen. Da habe ich es ein bisschen raten können. Okay, was kommt jetzt? Hoodie, oder? Hoodie ist ja all. Boah. Ich hab's. Wirklich? Ja, das war easy. Schau mal. Das war easy. Das ist auf jeden Fall ein sehr dicker. Ich hab schon so ein Gefühl, was es sein könnte. So viele Hoodies hattest du jetzt nicht. Obwohl. Weißt du schon, was du hast? Ich sag dir noch nichts. Ich hab ein Gefühl. Okay, ja, dann tauschen wir. Ja, weiß ich auch. Willst du zuerst? Ich würde sagen, Mason Mangella. Hast du jetzt gerade in der Hand? Nee, die eben gerade. Ja, und was hast du da? Da. Ich schätze jetzt mal Represent. Nein, das ist Off-White und das ist Mason Mangella. Okay, das heißt 2 Punkte für mich, 1 Punkt für ihn, oder? Okay, jetzt 4 zu 1. Jetzt kommen die Sneaker. Oh mein Gott. Wir müssen nur das Modell, nicht die Farbe oder sonstiges erraten. Bei Farbe ertasten wir schwierig. Da kann ich bestimmt finden. Ich weiß es. Ich mache mal sicherheitshalber. Das sind die Louis Vuitton-Schuhe. Das darf man eigentlich noch nicht sagen. Wir hätten nur getauscht. Aber ich habe die SB Hennessy. Sind die richtig, oder? Ja, war richtig. Yes, okay. Jeder einen Punkt. Das heißt 5 zu 2. Ja, ich hole auf. Ja, du kannst jetzt noch, also wenn du... Du kannst noch aufholen, ja? Ich muss mit 2 Abstand gewinnen. Boah, es macht Urspaß. Ich schwör. Wer weiß, vielleicht bin ich jetzt gleich dir sehr knapp auf den Fersen. Wer weiß, aber es schaut danach aus, als würde ich den goldenen Snatch fangen. Ja, das glaube ich nicht. Wie heißt der? Schnatz? Goldener Schnatz? Oh mein Gott. Ja, ich bin mir sicher, dass ich gewinne. Oh, echt jetzt? Nein. Aber wir wollen es ja spannend machen. Deswegen. Ja, sehe. Ah, ich glaube, ich weiß es. Warte, jetzt muss ich nur mehr. Ja, ich weiß es. Bist du ready? Dann können wir tauschen. Ja, ich glaube, ja. Okay. Ja, ich glaube, auch das weiß ich. Ja, weiß ich. Okay, willst du, wer soll zuerst sagen? Warte. Warte, ich muss sicher gehen. Na, ich bin mir ziemlich sicher. Ah, fuck, was hatte ich. Ah, war schon mehr. Okay, ready? Warte. Okay, du darfst eh anfangen. Ich würde sagen, das ist. Nein. Hm. Also? Warte. Das ist die Kette noch. Da wirst du kein Etikett finden, glaube ich. Und ist eins da? Dann sag ich einfach mal, dass es Represent ist. Na, es ist Travis Scott Astroworld. Und was ist das? Ja, das war Balenciaga. Ja, richtig, Balenciaga. Okay, wie ist die Punkteverteilung? Ich habe wieder 2 Punkte. Das heißt 7 zu 2 oder so. Okay, jetzt merkt man, dass es wirklich unfair ist eigentlich. Ja, das ist schon unfair. Ja, okay. So, jetzt kommt Hoodie. Machen wir Hoodie als letztes. Kann er jetzt noch gewinnen? Ja. Bestimmt. Ja. Aber wir machen Schuhe, dann machen wir. Ja, okay, stimmt. Dann kann er theoretisch noch gewinnen. Wenn ich jetzt die nächste Runde richtig habe, habe ich gewonnen, oder? Wenn du beide richtig hast, dann... Habe ich gewonnen. Wenn er beide richtig hat, dann sind die Karten neu gemischt. Glaube ich halt, Mathe-Chef. Ah, okay. Habe ich schon eins falsch eigentlich? Glaube nicht. Ist echt schwer. Ich finde, es geht. Ja, okay. Ich habe gedacht, das wird schwieriger für mich. Aber ich würde sagen, also erstmal tauschen. Ja. Okay. Dann muss ich hier gehen. Frage ist nur welche. Kollektion weiß ich. Aber welches Modell? Okay, ich bin bereit. Okay, was sagst du? Was ich du würde, jetzt gerade in der Hand hast? Jetzt gerade in der Hand würde ich sagen, das ist gut, eine gute Sache, ne? Würde ich sagen, Represent. Ja, es ist Balenciaga. Ach, ja. Mann. Stimmt? Ja. Und das bei dir wäre M&M. Ja, richtig. Und das wäre Jack the Ripper, oder? Nein. Fuck. Es ist die dritte Kollektion. Boah. Ich würde sagen, Liberty and Justice. Ja. Oh! Okay. Ey, du hast es echt drauf, wenn es um deine Klamotten geht. Ja, scheinbar schon.
Ich habe mir gedacht, es wird schwieriger tatsächlich. Weil die fühlen sich halt wirklich alle ziemlich identisch an, finde ich persönlich. Ja. Ready? Ja. Mhm. Ready. Ja. Ah. Ja, ich hab's. Denke ich. Du auch? Ja, ich hab. Ja, okay, passt. Das ist ja kein Ding drauf. Ah, ja, okay. Ich weiß, welchen du hast. Kann man an der Fußlasche rausbekommen, ja, würde ich sagen. Ja, richtig. Okay. Ja, fang diesmal an. Ich würde sagen. Okay. Und zwar, du hast... Ja, fangen wir mit dem an, den du hast. Okay, das wäre ein Jordan im High. Nein, das ist kein Jordan, das ist ein Dunk. Aber egal, komm, lass mal zählen. Und das ist der Off-White Blazer. Halloween's Eve. Haben wir den Halloween's Eve von dem her. Nein, Blazer, richtig. Ja, hättest du auch gesagt. Ja, ich hätte Blazer gesagt. Okay, ja, Blazer lassen wir. Ich habe das da oben nicht gesehen von Off-Boy. Ja, na, das siehst du, weil die Lasche oben offen ist. Okay, oh mein Gott, wie hell ist es auf einmal. Du darfst auch schon deine Augenbinde abnehmen. Wow. Nice, oh mein Gott. Aufgewacht. Das war, ja wirklich, es fühlt sich anders, wenn man gerade aufgewacht. Richtig. Viel einfacher, ich sehe immer noch nicht. Viel einfacher als gedacht, wie ist der Zwischenstand der Punkte? Scheiße, ich hab mich nicht. Viel schwerer als gedacht, würde ich mal eher sagen. Aber hat auf alle Fälle mega Spaß gemacht. Ich glaube, wir müssen das mal wo drehen, wo ich nicht alles besitze, was hingelegt wird, sondern vielleicht mal im Hypnitz oder so. Aber hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Leon, vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Leider hast du nicht gewinnen können, aber vielleicht beim nächsten Video. Freunde, sowieso dann wieder Grüße an Fabian, ne? Ja. Bester Mann. Freunde, wenn ihr Bock habt auf ein weiteres Format dieser Art, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr wieder mal Bock auf ein Video mit Gucci Potter habt, vielleicht ist er ja irgendwann mal wieder in Wien. Jetzt hast du eine Wienerin am Start. Ja. Eine 18-Jährige, alles legal, Freunde. Ja, alles legal, ne? Ja, voll. Schaut bei Gucci Potter vorbei, Lea-Moldenhauer. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Keine Ahnung, was kommt, aber bleibt gespannt, Freunde. Leon, danke fürs Mitmachen. Sowieso, hat mir Spaß gemacht. Das war's von Gucci Potter, das war's von mir, euer Maximilian.